Ich habe leider meine Stimme zweimal aufgenommen, deshalb muss ich gucken. Also sage ich euch das mal kurz vorher. Das müsste bis Folge 31 gehen. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm. So, jetzt müssen wir uns aber mal ganz schnell wieder den wichtigen Missionen verschreiben. Obwohl, wir müssen vorher uns noch eine neue Waffe kaufen. Ja, Joe. Ah, nee, das ist ja so ein Schnellreiser-Typ. Hier ist er. Waffen. Streithahn des Söldners. Den haben wir bereits im Sitz. Totschläger. Gegenstand erhalten, Totschläger. Verzeiht, ich hätte nicht gedacht, dass ihr genug Geld habt. Ich geb dir gleich genug Geld. Monterey Jones Wert plus 180. Komm, ich will nochmal mit dir sprechen. Ich habe vergessen, Rüstung zu reparieren. Nachdem wir uns ja so mega gut abgefangen haben. Kleine Waffen. Haben wir hier nicht auch Anschläge hätten wir noch. Scheiß auf Schuss. Messer, Gegenstand halten, Stilett. Jetzt hab ich aber auch überhaupt keine Ruhe mehr. Also nur so gewöhnlich. Natürlich würden wir nur so gewöhnlich. Das ist der Sinn. Oh, nochmal plus 110. Verhindern, dass die Verschwörer die Medici-Familie angreifen. Frances? Scheiße, Francesco de Pazzi, scheiße auf die Medici. Hier gibt's Kohle! Ich darf deinen Inhalt plündern. Da ist nichts dabei. Und auch du, meine Schöne, bist jetzt mein. So, jetzt laufen wir hier mit diesem dicken Totschläger rum. Und genau das werden wir auch machen. Totschlagen. Ich will aber... Ich kann nicht mal... Francesco, oh, ich hab ihn gefunden. Dort sind Lorenzo und seine Frau. Nee, ich will auch Francesco finden. Da ist Giuliano, Lorenzos Bruder. Aber wo ist Francesco? Dort ist er. Zeit für den Schlag. Crepa! Traditore! Giuliano! Nein! Nein, im Namen Gottes. Ich flehe euch an Ungnade. Keine Gnade für dich. Du räudiger Hund. Stirb, stirb, stirb. Nein, jetzt nicht. Deine Zeit ist vorbei, Lorenzo. Deine ganze Familie wird durch mein Schwert fallen. Abschaum! Mörder! Ich töte dich! Nein, ich will... Das hast du dir selbst zuzuschreiben! Stirb! Stirb einfach! Hey. Ich brauche Hilfe! Autsch! Aber oh nein, das sind zwei Gürtel. Oh, der Totschläger ist ja wohl mega stark! So, ganz kurz ein halbes Leben verloren. Oh, wir haben auch ein Leben verloren. Oh, Scheiße! Ach, wenn wir den ganz normal kaputt machen. Ich hoffe, der Kampf könnte vermieden werden.
Aber sei's drum. Ach, sie soll verteidigen. Tut das nicht. Shit. Mist! Komm! Ihr habt mein Leben gerettet. Keine Ursache. Aber der Mann, der euch das antat, muss bezahlen. Nicht jetzt. Ich brauche erst Hilfe. Zu mir nach Hause. Ich vertraue den Leuten dort. Könnt ihr... Natürlich kann ich. Ich verliere eine Menge Blut. Haltet durch, Signore. Ich mache so schnell es geht. Mist, ich kann hier nicht rum. Ich töte ihn und seine ganze Verhaftung. Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu ziehen. Ich habe nicht vergessen, wie man Krieg führt. Seid still, Signore. Spart eure Kraft. Oder ich muss eine Leiche abliefern. Wir sind schon fast da. Ich hoffe, der Kampf könnte vermieden werden. Aber sei's drum. So, ich mach die Leute hier mal irgendwann schnell fertig. Was für ein Schabernack! Oder auf freiem Fuß. So, gegen drei Leute werden die sich ja wohl verteidigen können. Leute, ich hab meinen Totschläger. Und genau das werde ich auch mit euch tun. Ich will mit einsteigen. Ups, das war der Falsche. Ja, ich kann hier aber auch sehr viel besser kaputt hauen. Nein! Das muss so scheiße wehtun, die müssen so Kopfschmerzen haben. Shit. Ich muss uns mal eben kurz eine Medizin schlürfen. Ich hoffe, der Kampf könnte vermieden werden. Ha! Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu schneiden. Ich hoffe, der Kampf könnte vermieden werden. Aber sei es. Wie gut, dass ich Leute einfach so umhauen kann. Weil der Totschläger so scheiße stark ist. Was tut ihr denn hier? Ich bin dabei, Bruder. Lasst mich hinten. Ihr dürft nicht zurückgehen. Ich habe nicht vergessen, wie man kriegt. Ha! Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu schneiden. Ich hoffe, der Kampf könnte vermieden werden. Nein! Aber sei es. Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu schneiden. Ich habe nicht vergessen, wie man kriegt. Na komm! Mist! Komm, Lorenzo, ich mach dich. Ich beschütze dich! Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu schneiden! Ich habe nicht vergessen, wie man Krieg führt. Na komm, ich hab meinen alten Totschläger! Ich schlage euch alle tot! Aber sei's drum, los geht's! Das war knapp! Bleib dran. Lorenzo ist verletzt. Aprite la porta. Wie lautet die Losung? Poliziano, öffne die verdammte Tür. Beim dreimal größten kommt herein. Schnell, die Stadt ist im Krieg. Beeilung. Wartet. Ich stehe in eurer Schuld. Sagt mir, warum habt ihr mir geholfen? Ihr seid nicht der Einzige, der einen Bruder an die Pazzi verloren hat. Ich heiße Ezio Auditore. Ah. Ihr seid Giovannis Sohn. Euer Vater war ein guter Mann. Er verstand Ehre und Loyalität. Die Leute der Pazzi stürmen den Palazzo della Signoria. Wir können sie nicht mehr lange halten. Nein, wenn sie eindringen, bringen sie all unsere Leute um und ihre eigenen Teufel an die Macht. Dann würde mein Überleben nichts bedeuten. Ich muss... Ich mache es. Helft, unsere Stadt zu retten, Auditore. Tötet ihn. Auf jeden Fall. So, jetzt werden wir noch 3000 Ruinen. Signore, ich sah, wie Francesco ein Bataillon um den Palazzo della Signoria herumführte. Ich fürchte, er sucht einen anderen Eingang.
Geht, bevor es zu spät ist. Tut, was ihr könnt. Okay. Kein Problem, wir machen ihn glatt. Leb wohl, Francesco. Francesco wird sie finden und töten. Natürlich werden wir es machen. Aber vorher werden wir hier noch diese kleine Truhe hier ausmachen. Ich plündere deinen Inhalt. 506 Florin. Oh, 50% Bekanntheitsgrad. Ist aber egal, ob ich es nur gesucht bin oder nicht.